Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's? Geht's euch gut? Seht ihr die schöne Kirche hinter mir? Wir sind nun in Jerusalem. Ich freue mich dazu. Dies ist ein wichtiger Ort in Jerusalem. Hinter mir ist der Ölberg. Auf dem Ölberg befand sich der Garten von Gethsemane. In diesem Garten hat Jesus damals gebetet. Als Andenken, dass Jesus damals im Garten von Gethsemane gebetet hat, wurde diese Kirche auch errichtet. Diese Kirche wird als Kirche von allen Nationen genannt. Hier wurden Spenden eingereicht von allen Nationen der Welt. Daher wird diese Kirche als Church of All Nations genannt. Diese Kirche wurde im Jahr 1924 gebaut. Der ganzen Welt wird diese Kirche von Millionen von Menschen besucht und wird auch gebetet. Auch wir kommen hier jährlich, sodass wir für mindestens eine Stunde in dieser Kirche auch beten dürfen. Wenn ihr auch mit uns auf der Pilgerreise mitkommt, könnt ihr in dieser Kirche auch beten können. Also welches Wort hat denn Gott für uns denn heute? Sprüche 23, Vers 18. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Der Herr sagt, mein Sohn, meine Tochter, denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Ihr glaubt doch an irgendwas Bestimmtes. Ihr glaubt doch, dass der Herr in dieser bestimmten Sache ein Wunder wirken wird. Seid ihr nun verzweifelt, dass die Jahre nun einfach vorbeigehen? Der Herr verspricht uns, denn das Ende kommt noch. Es wird ein Ende geben für deine Probleme, für dein Leid und deine Trauer. Deine Sorgen bekommen ein Ende. Die Konflikte werden nun enden, denn wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Daher verliert nicht die Hoffnung, sagt der Herr zu uns. Das eine Mal besuchte mich eine Schwester und erzählte mir, Bruder, ich habe meine ganze Hoffnung verloren. Ich fragte sie, warum denn? Ich bete vergeblich 18 Jahre für meinen Ehemann. Wegen seiner Alkoholsucht ist mein ganzes Leben verloren. Ich habe Probleme seit Tag meiner Hochzeit. Ich bete vergeblich, dass er irgendwie errettet wird. Seit 18 Jahren bete ich ohne Erfolg. Mir wurde gesagt, dass dies das ganze Leben dann andauern wird. Ich sagte zu ihr, dass ihr Beten all diese Jahre wäre nicht umsonst. Denn wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Du hast ja immer wieder mit der Hoffnung gebetet, dass dein Ehemann irgendwie errettet wird. Gott wird bestimmt deine Gebete beantworten, tröstete und betete ich für sie. Sie besuchte mich nach mehreren Monaten und sagte, dass der Mann errettet wurde. Gott hatte ihn von den Sünden befreit. Nun liest er die Bibel und betet auch. Sie teilte mir mit, dass sie endlich glücklich in ihrem Leben war. Liebe Geschwister, ihr betet bestimmt für eine bestimmte Sache. Für die Familie, für das erhebliche Schuldenproblem, für den Wohl der Kinder, für die Berufung im Dienste des Herrn, für das Geschäft. Was es auch immer sein mag, wenn ihr glaubt, wird ihr den Segen empfangen. Daher seid nicht entmutigt. Der Herr verspricht dir heute, denn das Ende kommt, mein Sohn, meine Tochter, dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Betet nun im Glauben mit mir mit diesem Versprechen. Herr, denn das Ende kommt noch. Denn du hast diesen Sohn und dieser Tochter versprochen, dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Wirke einen Wunder in ihrem Leben. In Jesu Namen sollen sie diesen Segen empfangen. Amen, Amen.